Liebe StipendiatInnen, liebe Ehemalige, liebe ZuschauerInnen, ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Jo Frank, ich bin Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zum inzwischen achten Live-Talk im Rahmen unseres Aktionsprogramms Nie wieder, gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine plurale Gesellschaft. In diesen Live-Talks sprechen wir einmal im Monat über wichtige Aspekte von Antisemitismus. Diskutiert haben wir bereits über Themen wie Corona als Katalysator antisemitischer Verschwörungsmythen, muslimische Communities und Antisemitismus oder Antisemitismus und die neue Rechte. Falls Sie diese Debatten verpasst haben, finden Sie alle Gespräche auf unserem YouTube-Kanal oder auch hier bei Facebook. Heute sprechen wir über Kunst, Kultur und Antisemitismus. Und dieser Abend ist eine Kooperation mit Dagesh, jüdische Kunst im Kontext. Dagesh arbeitet an der Schnittstelle zwischen kultureller und politischer Bildungsarbeit. Dagesh unterstützt junge jüdische KünstlerInnen als Plattform und als Netzwerk. Bei Dagesh werden Neudefinitionen eines gegenwärtigen und zukunftsgewandten jüdischen Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins ausverhandelt. Dagesh macht jüdische künstlerische jüdische Positionen sichtbar und arbeitet an der Weiterentwicklung des Diskurses um jüdische Künste. Perspektiven von JüdInnen auf Kunst, Kultur und Antisemitismus ist unser heutiges Thema. Und von der Fassbinder-Kontroverse und Günter Grass bis zum Zentrum für politische Schönheit und Lisa Eckert. Antisemitismusdebatten haben auch im Kontext von Kunst und Kultur eine lange Tradition. Bei vielen Kontroversen geraten jüdische Perspektiven und Erfahrungen jüdischer KünstlerInnen zu oft in den Hintergrund. Kritik an antisemitischen Positionen ruft im Gegensatz dazu erhebliche Abwehrreaktionen hervor. Statt sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, wird schnell der Antisemitismus-Vorwurf zur Waffe der sogenannten Cancel Culture erklärt. Obwohl der Begriff jüdische Künstlerin, jüdischer Künstler bereits eine Reihe von Fragen aufwirft, JüdInnen sind den Rezeptionserwartungen der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt, sobald sie eine Bühne betreten. Der Raum, in dem ihre Kunst rezipiert wird, ist oft durch Ressentiments und Stereotype über das Jüdische geprägt. Und wir wollen miteinander besprechen, wo KünstlerInnen, jüdische KünstlerInnen Antisemitismus erfahren, wie sie sich gegen Antisemitismus zur Wehr setzen, wie jüdische KünstlerInnen aber auch mit Fetischisierungen umgehen, die mit dem Label jüdisch verbunden sind. Es gibt viele Fragen, die uns interessieren, viele Bereiche, die wir beleuchten möchten. Und wir können uns gemeinsam auf das Gespräch freuen mit Miriam Wenzel. Miriam promovierte am Institut für Deutsche Philologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München zum deutschsprachigen Holocaust-Diskurs der 60er Jahre. Von 2007 bis 2015 verantwortete sie im Jüdischen Museum Berlin als Leiterin der Medienabteilung die Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur in digitalen und gedruckten Medien. Seit 2016 ist Miriam Wenzel Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main. Darüber hinaus ist sie Autorin und Mitherausgeberin zahlreicher Bücher und Publikationen zur deutsch-jüdischen Kunst- und Kulturgeschichte. Wir sprechen auch mit Leon Kahane. Leon absolvierte eine Fotografieausbildung, unter anderem an der Ostkreuzschule für Fotografie Berlin und studierte freie Kunst an der Universität der Künste Berlin. Themen seiner Videoarbeiten, Fotografien, Installationen sind unter anderem Migration und Identität sowie die Auseinandersetzung mit Mehr- und Minderheiten in einer globalisierten Gesellschaft. Zuletzt waren seine Arbeiten in der Kunsthalle Wien, bei der 6. Moskau Biennale und in der Ausstellung, auch in der Ausstellung Looking Back, Thinking Ahead von Dagesh, jüdische Kunst im Kontext in Berlin zu sehen. Solange Galerien noch offen waren, war Leons Arbeit Jerry Cans to Can Jerry ebenfalls in Berlin zu sehen und wir hoffen, dass sie möglichst bald wieder auch gesehen werden kann.
Und wir sprechen mit Myrna Funk. Myrna Funk ist Schriftstellerin und Journalistin. Sie studierte Philosophie und Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und macht derzeit ihren Master. Ihr Debütroman Winternähe wurde mit dem Uwe Jonsson-Förderpreis ausgezeichnet. Ihr neuer Roman Zwischen Du und Ich, erschienen bei DTV, ist letzte Woche erschienen. Myrna schreibt unter anderem für die Emotion, für Myself, die Cosmopolitan, die Süddeutsche Zeitung, die Jüdische Allgemeine und Monopol. Und kürzlich ist ihr Podcast zu jüdischem Leben in Deutschland aus Anlass der 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland an den Start gegangen. Den Link dazu teilen wir auch im Kommentar auf unserer Facebook-Seite. Myrna ist zudem, und das sollte hier dann auch nicht verschwiegen werden, Stipendiatin des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Wie viele von euch bereits wissen, laden wir zuerst unsere Gäste ein, kurze Statements zu geben, und dann gehen wir mit ihnen ins Gespräch. Und bei letzterem sind Sie, seid ihr dann auch gefragt. Schreibt ihr eure Fragen in die Kommentare und wir versuchen sie dann unter Nennung der jeweilig angegebenen Namen auch in die Runde reinzutragen. Liebe Myrna, lieber Leon, erst einmal nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns zu sprechen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Aber zuerst, Myrna, würde ich dich bitten, mit deinem Statement zu beginnen. Ja, also zunächst zu deiner Einladung. Und Einleitung, natürlich sind jüdische Museen die Orte, an denen zentral schon immer die Frage verhandelt wurde, was ist jüdische Kunst? Auch in der ersten Gründungsgeschichte von jüdischen Museen zu Anfang des 20. Jahrhunderts spielte das eine ganz große Rolle. Also wenn man etwa an das jüdische Museum in Berlin denkt, das 1933 eröffnet wurde, das war das erste Museum, in dem bildende Kunst zusammengezeigt wurde mit jüdischen Zeremonialobjekten und was sehr stark angekoppelt war an so einen Diskurs über was ist jüdische Renaissance. Also das heißt, diese Fragen, würde ich sagen, sind generisch, sind Fragen von jüdischen Museen. Was nicht generisch aus meiner Sicht Fragen von jüdischen Museen sind, ist Antisemitismus. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass Antisemitismus ein Thema ist für historische Museen und für die Zivilgesellschaft. Und ich beobachte, wie jüdische Museen europaweit zunehmend Antisemitismus zu ihrem Thema machen. Das hat natürlich mit der Situation zu tun, in der wir leben. Und da gibt es verschiedene Strategien. Das erste ist natürlich eine Ausstellungsstrategie. Wir haben, wenn es um Antisemitismus geht, geht es immer um gewaltförmige, sehr einprägsame Bilder. Und die Fragen, die jüdische Museen sich stellen, wenn sie mit Antisemitismus umgehen, mit antisemitischen Bildern, ist, wie kann man die Gewalt dieser Bilder konterkarieren in der Ausstellungsstrategie? Und da gibt es verschiedene Antworten. Das kann von Karikatur gehen, das kann von Thematisieren, von Stereotypisierungen gehen oder Entlarvungen. Also da gibt es verschiedene Strategien, würde ich sagen. Das andere ist die Frage des strukturellen Antisemitismus. Antisemitismus als etwas, was Schulamit-Wolkow den kulturellen Code der christlich geprägten Gesellschaften Europas genannt hat. Ich habe den Eindruck, dass jüdische Museen sich zunehmend diesem Code stellen und Perspektiven entwickeln, die Antworten oder Gegenwehr thematisieren. So tun wir das zumindest hier am Jüdischen Museum Frankfurt. Wir haben einen eigenen Raum in unserer Dauerausstellung, der heißt Gegen den Judenhass. Wir haben bewusst nicht das Wort Antisemitismus verwendet, sondern Judenhass, weil Antisemitismus ja kommt von den antisemitischen Parteien und sozusagen eine historisch problematischer Begriff daher ist, jenseits der Frage des Semitismus in dem Wort. Und in diesem Raum Gegen den Judenhass thematisieren wir im Prinzip mit der Aufklärung eben keinesfalls die christliche Judenhass überwunden wird, sondern überführt wird in andere Vorstellungen, insbesondere auch von großen Aufklärern wie Voltaire, Fichte, Kant. Und wir thematisieren das quasi, was man heute beginnende Antisemitismusforschung nennt, im 19. Jahrhundert maßgeblich von Jüdinnen und Juden in Reaktion darauf. Also am bekanntesten zum Beispiel Saul Asche, Eisenmenger II., eine Schrift, die sich
direkt mit dem Judenhass von Fichte auseinandersetzt. Und wir thematisieren das in einem Gegenüber, Zitate von Aufklärern gegenüber sozusagen beginnende Antisemitismusforschung. Wir thematisieren Strategien der Gegenwehr, die in Selbstorganisationen bestehen, also schlagende jüdische Ständenverbindung beispielsweise, Zionismus beispielsweise, Sport, aber auch so etwas wie das Holländerlied An allen sind die Juden schuld, also Parodie als eine Strategie der Gegenwehr. Und wir hatten den Eindruck, dieser Raum, der nicht historisch zu verorten ist, sondern der ein Spektrum quasi über 30, 40 Jahre der Auseinandersetzung mit dem modernen Judenhass ist eigentlich so ein konzentrischer Raum in unserer Dauerausstellung. Für unsere Bildungsarbeit spielt Antisemitismus zunehmend eine Rolle. Und zwar in der Form, dass wir eigentlich primär präventiv arbeiten. Wir gehen etwa an Berufsschulen. Das sind in Frankfurt ungefähr ein Drittel der Schulen. Und wo sich klassischerweise oft Jugendliche befinden, die nicht aus Elternhäusern kommen, wo die an Museen herangeführt werden. Und wir arbeiten zunächst mit ihnen wirklich über ihre eigenen Biografien. Also wo kommst du her? Was sind das für Familienerzählungen, die in deiner Familie eine Rolle spielen? An der Schule, wir ermächtigen sie mit einem Videowettbewerb, uns vorzustellen, wo sie sich zu Hause fühlen. Und wir öffnen sie dann langsam für unsere Themen, also für die Themen jüdische Geschichte und Kultur. Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht mit solchen Programmen, die über eine lange Zeit arbeiten, mindestens eine Woche. Im Fall von diesem Programm, Anti-Anti-Museum Go School, heißt das sogar ein halbes Jahr, weil wir denken, dass auf die Art und Weise wir tatsächlich nachhaltig primär präventive Bildungsarbeit machen können. Und uns geht es dabei in erster Linie um sowas wie Erziehung zur Selbstreflexion, also ganz klassisch im Sinne von Erziehung nach Auschwitz von Adorno. Okay. Erstmal vielen Dank, Miriam. Das gibt schon sozusagen einige Stichworte, auf die ich gerne noch zurückkommen würde. Aber wir sammeln erstmal. Mirna, ich darf dich gleich bitten zu übernehmen. Ich bin ein bisschen kürzer, ich mache das jetzt rucki-zucki hier. Also ich glaube, wichtig für mich als erstes ist zu sagen, und ich habe das an unterschiedlicher Stelle auch in den letzten Jahren immer wieder geschrieben, dass ich mir durch die Veröffentlichung meines Romans Winternähe, aber natürlich auch durch die darauffolgende intensive öffentliche Arbeit zu Antisemitismus so eine Art antisemitismusfreien Raum geschaffen habe, zumindest sozusagen im klassischen privaten Umfeld. Also Antisemitismus auf den unterschiedlichen Ebenen, wie Antisemitismus ja auch definiert wird, ist mir in all den Jahren natürlich vor meiner Romanveröffentlichung und meiner Arbeit immer wieder begegnet. Seit meiner Veröffentlichung meiner Arbeit findet er aber nicht mehr in dem Maße statt, oder ich erlebe ihn sozusagen nicht mehr in dem Maße, wie ich ihn vorher erlebt habe. Und ich finde das ein sehr, das ist für mich eine sehr interessante Beobachtung, und ich kann die auch gar nicht werten. Sie ist einfach da. Ich erlebe natürlich auf meinen Lesereisen bestimmte konfrontiert zu sein mit bestimmten antisemitischen Vorurteilen. Aber nun haben wir jetzt ja auch schon 10 Jahre Corona, und ich bin einfach lange nicht mehr auf Lesereise gewesen. Und auch das ist jetzt sozusagen quasi verschwunden. Das heißt, niemand würde jetzt irgendwie so an einem Dinnertable in meiner Gegenwart vermutlich was explizit Antisemitisches sagen. Vielleicht auch aus Angst, dass ich das in irgendeinem Artikel irgendwie verarbeiten würde. Keiner spricht mit mir mehr über Israel. Es ist wirklich so, es ist eigentlich sehr, ich habe mir so einen eigenen Safe Space irgendwie kreiert, und das war eben anders. Womit ich allerdings jetzt in den letzten Jahren verstärkt konfrontiert bin, ist, und das hat was damit zu tun, dass ich durch meine Arbeit immer mehr in Räume von Institutionen vordringe. Das heißt, ich bin mit Institutionen konfrontiert, mit Vereinen konfrontiert. Man lädt mich sozusagen in Schulen ein, um dort zu sprechen, um Workshops zu geben. Oder
was weiß ich, auf anderen unterschiedlichen, in anderen unterschiedlichen beratenden Funktionen, wo es irgendwie um jüdisches Leben geht. Und dort fällt mir natürlich etwas auf, was mir so im Privaten vorher nicht aufgefallen ist. Und das können wir jetzt auch vielleicht in diesem Rahmen sogar mal diskutieren. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt, ob man das eigentlich Antisemitismus nennen kann. Und das ist die große Obsession mit toten Juden und das völlige Desinteresse an Lebenden, eine gewisse Überheblichkeit, mit der auf die gemeinsame Geschichte geblickt wird, auch eine Art Vereinnahmung der Geschichte, wo das jüdische Narrativ ungern überhaupt diskutiert und gesehen wird. Und auch eine Vereinnahmung eigentlich auf vor allem christlicher Seite, von christlichen Institutionen, einer christlichen Person, die auch Narrative kreieren von eben solchen Sachen wie die jüdisch-christliche Kultur, unser jüdisch-christliches Abendland, unsere wahnsinnig lange jüdisch-christliche Tradition und so weiter. Und wenn dann von jüdischer Seite gesagt wird, sorry, aber das ist irgendwie, das sehen wir alles anders oder so, dann wird da mit sehr viel Unmut und so reagiert und wenig mit einem Interesse und Feingefühl. Also es gibt immer noch sozusagen, wie ich gesagt habe, also dieser sprechende Jude ist wirklich schwer zu ertragen, der Jude, den man betrauern kann, auf den man projizieren kann und mit dessen Opferstatus man sich irgendwie identifiziert, ist der beliebtere Jude. Und ich glaube, dass wir uns in den nächsten Jahren, besonders auch, weil natürlich die jüdische Community als solche in den letzten Jahren ja auch irgendwie sich so empowert hat und es immer mehr jüdische Stimmen gibt, die auch sprechen aus den unterschiedlichen Generationen, glaube ich, dass dieses Phänomen, oh mein Gott, jetzt sprechen sie und sagen etwas ganz anderes, uns verstärkt beschäftigen wird und mich interessiert, wie wir damit zukünftig umgehen und als was wir das einordnen, wenn dieses Sprechen aber eigentlich nicht besonders beliebt ist. Ja. Okay, die Stichwortsammlung wächst und wächst. Leon, zu dir. Ja, also ich habe als so in der bildenden Kunst verorteter Mensch quasi schon sowas wahrgenommen, so eine antisemitischen Tendenzen und habe mich damit auch beschäftigt, weil ich mich, hast du ja schon angekündigt, mit solchen Themen beschäftigt habe und da gehört Antisemitismus einfach dazu. Und deshalb, das wollte ich noch kurz hinzufügen, habe ich so eine Art Forum gegründet, das heißt Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst, zusammen mit meinem Kollegen Fabian Bechtle, wo wir unter anderem eine Veranstaltungsreihe in der Berliner Volksbühne haben, die heißt Kontinuitäten des Antisemitismus. Und da versuchen wir eigentlich genau diesem Titel irgendwie zu entsprechen. Das ist gar nicht so leicht. Und der Frage nachzugehen, was sind eigentlich in der Kunst und Kultur die Kontinuitäten des Antisemitismus? Deshalb haben wir zum einen uns überlegt, dass wir das, also wir haben gedacht, okay, das Thema ist irgendwie dran in der Kunst und Kultur. Das ist so ein bisschen noch nicht ganz auf dem Schirm. Deshalb machen wir es in den entsprechenden Institutionen. Und zum anderen wollten wir auch außerhalb dieses Kunst- und Kulturfeldes dafür sensibilisieren, dass die Kunst und Kultur als Projektionsfläche oder überhaupt als Raum, als Streitraum eine Rolle spielt. Und was uns jetzt, oder was mir aufgefallen ist in meiner jetzt etwas intensiveren und längeren Beobachtung dieser ganzen Situation und der Frage nach Antisemitismus in der Kunst und Kultur ist, dass die Debatten sich eigentlich überhaupt immer erstmal auf die Frage verschieben, was soll Antisemitismus eigentlich sein? Also wo beginnt Antisemitismus und wo hört er auf? Und das ist eigentlich eine Debatte, die sich oft, also das ist eigentlich der Ort, wohin sich das immer verschiebt. Das beobachten wir eigentlich auch jetzt gerade wieder. Und meine
Ich würde das jetzt erstmal beschreiben, Antisemitismus als tatsächlich eine Art der Kulturtechnik, nämlich innere Konflikte, eigene Konflikte zu externalisieren, um sich von denen zu entlasten. Und das ist eigentlich etwas, was sich politischen Lagern und Räumen völlig entzieht. Das sind quasi diese Konfliktbewältigung, also Antisemitismus als eine Kulturtechnik der Konfliktbewältigung ist etwas, was sozusagen zurückgreift auf kulturelle Bilder und Prägungen und was man nicht mehr so einfach einordnen kann in Fragen nach progressiv, konservativ und so weiter. Das legt sich über alles so ein bisschen rüber. Das hat sozusagen in allen Bereichen so einen gewissen Resonanzraum. Und dazu würde ich sagen, das drückt sich so ein bisschen darin aus, in so einer Art, also wenn wir jetzt darüber verhandeln, was Antisemitismus ist, das beginnt ja nicht bei der Vernichtung von Juden, sondern eigentlich bei so einer Art Erlösungsidee. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel, da wir jetzt gerade in Deutschland sind, anschauen, wie der Nationalsozialismus vorbereitet wurde, über, sagt, sehr stark kulturpessimistische Weltbilder und Anschauungen, die dann mündeten in so eine Art völkisches Kulturverständnis, dann sehen wir eigentlich schon, dass die Kulturszene und Welt eine große Rolle spielt. Und wie sich das dort meines Erachtens am deutlichsten ausdrückt, ist eigentlich, dass es so eine Art von Unbehagen oder Widerspruch gibt zwischen dem, was quasi Utopien sind, die in der Kunst und Kultur zunehmend aufgerufen werden, die vielleicht auch nachvollziehbar sind, und der Lebensrealität, in denen sich Künstlerinnen und Künstler, vor allem in den modernen Gesellschaften, eigentlich befinden. Also es gibt ein großes Bedürfnis nach Klarheit, es gibt ein großes Bedürfnis nach einem engen Verhältnis zu Natürlichkeit und Ursprünglichkeit, und es gibt sozusagen auch ein großes Bedürfnis nach geklärten Identitätsfragen. Und gleichzeitig ist aber das Jüdische etwas, was eigentlich die Identität der Nicht-Identität ist, oder zumindest etwas, was als Nicht-Identität gesehen wird. Also nach etwas, was oft beschrieben wird als kalt, als rationalistisch oder rational, modern und sich quasi dem, was oft als Identität verstanden wird, völlig entzieht oder davon auch kontinuierlich versucht zu emanzipieren. Das spielt auch in der jüdischen Kulturgeschichte oder überhaupt in der jüdischen Geschichte immer eine große Rolle. Also die Emanzipation von dem, was als oft als Identität oder als Ursprungsidee gedeutet wird. Und das versuchen wir irgendwie zu thematisieren. Und ich sehe das quasi im Moment, das ist so vielleicht ein bisschen das mit der Dialektik auch der Aufklärung. Du hattest, Miriam, vorhin schon von den Aufklärern geredet, dass quasi in diesem Ganzen, also wir reden mehr über Antisemitismus, es wird mehr darüber verhandelt. Es wird auch zunehmend über die Fragen über die Frage des Verhältnisses von Kultur, Kunst und Antisemitismus geredet. Finde ich, ein sehr prominentes Beispiel ist dieses Jahr Josef Beuys. Also niemand sagt bis jetzt, dass er Antisemit ist, aber er ist doch jemand, der sozusagen sehr viele Elemente des Antisemitismus vor sich herträgt, sehr viele Elemente des völkischen Denkens, und er hat sozusagen enge Liaisons gehabt mit ehemaligen SS-Leuten, hat mit den Parteien gegründet und so weiter. Und gleichzeitig, was daran sozusagen dann passiert in dieser dialektischen Bewegung, ist, dass natürlich die Abwehr gegenüber dieses Vorwurfs enorm steigt und ganz stark darüber verhandelt wird, wieder, was ist Antisemitismus, was sind sozusagen, was sind die Lehren aus der Geschichte, wie viel Raum gibt es eigentlich noch für die Utopien und die Wünsche, die sozusagen auch jeder so in sich hat, ne? Also so, und
Und dann kommen wir vielleicht auch noch zu was anderem, was Miriam auch schon angesprochen hat. Da würde ich vielleicht auch ein bisschen widersprechen oder es vielleicht zumindest so ein bisschen zweideutig sehen, nämlich ob man Judenhass oder Antisemitismus nennt, weil ja, Antisemitismus war sozusagen eine stolze Selbstbezeichnung und heutzutage bezeichnet sich niemand mehr als Antisemit. Selbst sozusagen der größte Judenhasser würde immer noch sagen, aber ich bin kein Antisemit. Und deshalb benutze ich dieses Wort eben doch, und also als sozusagen Gegenzuschreibung. Aber gleichzeitig ist die Angst natürlich vor der Zuschreibung wahnsinnig groß. Und deshalb spreche ich von Kulturtechnik, weil das natürlich etwas ist, was aufgeklärt werden kann. Das heißt sozusagen, Antisemitismus ist eigentlich auch kein vernichtendes Urteil, aber es ist ein Hinweis darauf, dass hier so sich antisemitische Weltbilder einen Raum schaffen und die müssen dann angesprochen werden. Und ich glaube, an der Stelle wird im Moment wahnsinnig viel verhandelt. In dem Kontext entstehen unheimlich viele Kunst- und Kulturdebatten, im Moment eigentlich die wesentlichen. Deshalb verstehe ich das, ich würde das jetzt einfach mal, ich stelle das als Behauptung in den Raum, ihr könnt mir dann widersprechen. Es ist unangenehm, über diese Initiative Weltoffenheit zu reden, weil wir alle wahrscheinlich sozusagen irgendwie nicht so richtig wissen, wie man damit umgehen soll und so. Aber ich würde sagen, im Kontext dessen findet auch das statt. Also sagen wir mal, als Verhandlung der Frage nach Erinnern und den Schlüssen, die man sozusagen in der Gegenwart für die Zukunft daraus zieht, was wird jetzt eingeschlossen, wo besteht die Gefahr, dass etwas ausgegrenzt wird und so weiter und so fort. Das ist sozusagen eine Debatte, die in diesem Kontext stattfindet und man kann sich jetzt entscheiden, sozusagen, wie offen man die führt. Ich finde, also ich persönlich kann mich von etwas explizit distanzieren und trotzdem damit eine offene Debatte führen. Ich versuche es zumindest, aber das ist im Prinzip jetzt, genau, das ist ein bisschen mein Statement. Also es geht für mich um eine Kulturtechnik, es geht um ein ständiges Entlastungsbedürfnis oder Entlastungsangebot, auf das immer zurückgegriffen werden wird. Und je mehr die Konflikte in einer Gesellschaft steigen, und im Moment ist die Gesellschaft extrem konfliktbelastet oder sehr konfliktbelastet, desto stärker rückt der Antisemitismus als Entlastungsangebot und auch als Brückenbilder in den Vordergrund und ermöglicht es, die Konflikte runterzuschrauben über ein gemeinsames, drittes, äußeres sozusagen Feindbild, wo man sagt, okay, Leute, wir sitzen ja alle in einem Boot, egal in welcher Partei wir sind, aber cui bono, wer profitiert hier eigentlich davon, dass wir in diesen Konflikt geraten sind? Und da kommt sozusagen dann der Antisemitismus und wo man halt aufpassen muss, also das ist sowieso sozusagen immer, aber im Moment verstärkt sich das, deshalb wird es stärker thematisiert und genau, deshalb finde ich, dass man irgendwie darüber reden muss und darin spielt sich auch ein bisschen in diesem Raum diese Initiative ab, die kann man da nicht ausklammern, man muss nur die richtig einordnen. Ja. Auf die Initiative kommen wir sicher auch noch mal zu sprechen, ich glaube, da würde ich widersprechen. Wir wissen alle nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es ist halt eine Frage des differenzierten Umgangs, glaube ich. Aber es sind drei spannende Statements. Vielen Dank euch allen. Drei Statements, die aber auch sozusagen in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Ich würde aber mal an einem relativ einfachen Punkt anfangen, nämlich bei der Rezeptionserwartung. Und da, Miriam, da hat mich bei deinem Input oder beschäftigt mich einfach die Frage, du sagtest, genau, auch als Plädoyer formuliert, dass der Antisemitismus auch eher von historischen Museen, es gilt, den eher von historischen Museen zu bearbeiten. Das lässt nun die Frage zu, warum macht ihr es dann? Also ist das sozusagen ein Eingehen auf eine Erwartung der BesucherInnen des Museums? Und oder aus welchem Grund macht ihr das? Ihr könntet das ja auch genauso gut in der ausschließlich in der Bildungsarbeit zum Beispiel machen und kostbare Ausstellungsflächen nicht zur Verfügung stellen für dieses Thema. Aber genau, warum macht ihr es? Und dann gleichzeitig, du sagtest, ihr arbeitet viel mit diesen historischen Gegenüberstellungen.
Da würde mich aber auch nochmal interessieren, die Verbindung dann auch nochmal zur Gegenwart ausgehend von diesen historischen Verbindungen. Denn ich würde sozusagen sonst ganz überspitzt sagen, das geht doch eigentlich in die Richtung, die Mirna kritisiert hat, dass die Faszination sozusagen mit lebendigen Toten größer ist als das Interesse an, die Faszination mit toten Jüdinnen größer ist als die, als das Interesse an lebenden Juden. Also gleich ein paar Fragen an dich zuerst mal, Mirjam, und dann bewegen wir uns mal weiter. Gut, also das ist ja der Kernverdacht gegen jüdische Museen. Der Kernverdacht gegen jüdische Museen ist ja, dass jüdische Museen genau dieser Faszination nachkommen. Ja. Und das war eine meiner Kernanliegen, was anderes zu machen. Nämlich zu sagen, wir sind Plattform, wir geben Stimmen. Heute, also wir geben den heutigen lebenden Jüdinnen und Juden eine Stimme. Und wenn es historisch wird, dann versuchen wir, die Objekte so zum Sprechen zu bringen und die Geschichten in ihrer Vielstimmigkeit, dass sie eben auch eine eigene Subjektivität haben. Wir haben, auf deine Frage zurückzukommen, unser erster Raum, also unsere Ausstellung heißt ja Wir sind jetzt, jüdisches Frankfurt von der Aufklärung zur Gegenwart. Unser erster Raum widmet sich der Gegenwart. Besteht ganz viel aus Interviews, unterschiedlichsten Interviews, aber da gibt es auch einen etwas kuratierteren Raum, wo wir einfach sagen, okay, Gegenwart, was sind Themen? Und da machen wir so einen Schnitt, und Thema ist Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Antisemitismus-Konflikte auch hier in Frankfurt. Und da geht es unter anderem um den Fassbinder-Konflikt in einem Schnitt. Da geht es historisch um die Geschichte von Herbert Levin, der dem verweigert wurde, eine Frauenklinik zu leiten in Offenbach. Und da geht es heute um Maccabi. Was spielt sich bei Maccabi ab? Und das ist sozusagen, also das gibt es auch. Ich habe jetzt auf einen anderen Raum Bezug genommen, weil der auch um diesen Punkt mit dem Judenhass, wo Leon mir widersprochen hat, dass es sinnvoll ist, um den zu machen. So, also ich denke, also ich bin Museumsdirektorin mit Passion, weil ich mitwirken will daran, diese Gesellschaft zu gestalten und die Frage zu gestalten, wie wir in dieser Gesellschaft zusammenleben wollen. Und ich glaube, dass jüdische Museen als soziale Orte zu dieser Frage was ganz zentral zu sagen haben. Aus einer historischen Erfahrung heraus, aus einer jüdischen Perspektive heraus, dass sie adressieren können, die Fragen, die damit zu tun haben, wie gehen wir mit unseren Unterschiedlichkeiten um. Und ich finde es deshalb wichtig, dass in einer Gesellschaft, und da finde ich die Analyse, die Lerner vorgetragen hat, wirklich sehr interessant als Strukturanalyse, also als Kulturtechnik, Antisemitismus als Kulturtechnik. Ich finde, wir können als jüdische Museen heute nicht mehr so tun, als ob nicht die Auseinandersetzung mit dem, was uns da begegnet, was macht, ja, mit der eigenen Perspektive. Und man kann sich Räume schaffen, wie Mirna das beschrieben hat, gewaltfreie Räume, nennen wir es mal so, oder zuschreibungsfreie Räume oder Räume, in denen Subjektivitäten artikuliert werden können, ohne dass dieser Stempel hier drauf kommt. Aber ich finde es schön, wenn jüdische Museen solche Räume schaffen. Diese Räume sind aber nicht im Öffentlichen. Im Öffentlichen wird was anderes verhandelt. Und deswegen finde ich es wichtig und richtig, dass jüdische Museen heute stärker thematisieren, dass sozusagen die Strategien der Gegenwehr jüdischerseits auch Bestandteil sind der jüdischen Geschichte und Kultur. Ja? Und dass das ein Teil wirklich von der Longue Durée ist, von jüdischer Geschichte und Kultur. Und deswegen finde ich, wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie machen wir es. Was wir nie machen würden, ist eine Ausstellung über Antisemitismus. Diese Ausstellung sollen bitte andere machen. Was wir machen, ist eine Ausstellung
die adressiert die Arten von Konflikten, Auseinandersetzungen, Strategien, die entwickelt wurden, immer wieder entwickelt werden müssen, in Auseinandersetzung mit dem, was herangetragen wird. Gewaltförmig. Ich finde diese Frage, eben wie begegnet man auch diesen unterschiedlichen Rezeptionserwartungen, einfach auch spannend. Und ich würde sozusagen einfach die, auch da nochmal der künstlerische Zugang noch stärker interessieren. Also Mirna, du sagtest vorhin, du hast dir sozusagen selbst deine Räume geschaffen, die antisemitismusfrei sind, und trotzdem im eigenen Schreiben, und zwar, ich meine jetzt also sozusagen ausdrücklich das Romanschreiben und nicht unbedingt das journalistische Schreiben, wo die RezipientInnen, glaube ich, auch nochmal stärker im Fokus stehen als unbedingt beim Romanschreiben, aber da kann ich mich auch irren. Ob die Erfahrungen, die du beim ersten Roman gemacht hast und auch die Erfahrungen von Zuschreibungen und so weiter in dein Schreiben des zweiten Romans mit eingegangen sind. Also du hast von Erfahrungen ja auch auf den Lesereisen gesprochen, ob die Eingang gefunden haben in sozusagen so einer antizipierenden Haltung in dein Schreiben des zweiten Romans. Also in meinem zweiten Roman kommt das Wort Antisemitismus kein einziges Mal vor. Es geht nicht um Antisemitismus. Und Antisemitismus spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich habe diesen beiden Protagonisten auch einen antisemitismusfreien Raum erschaffen. Und ich glaube, das weiß man ja immer nicht so richtig. Ich muss jetzt sozusagen so retrospektiv auf mich und was hat das mit mir gemacht und so, ja. Dann gut sein, dass ich keinen Bock mehr hatte, ja, also das kann man ja auch irgendwie so nach so 5 Jahren, 6 Jahren Arbeit zu Antisemitismus kann man ja auch irgendwann keinen Bock mehr haben, also ich hatte schon nach einem Jahr keinen Bock mehr, ja, und klar hat das was mit mir gemacht. Ich habe in meinem zweiten Roman eigentlich etwas verhandelt, wo quasi die Außenwelt in dem Maße nicht bestimmt ist in Bezug auf die Probleme oder Auseinandersetzungen. Und das war beim ersten Roman ja noch ganz anders. Da ist meine Protagonistin sozusagen konfrontiert mit Antisemitismus und so und entdeckt darüber nicht ihre jüdische Identität, aber ist damit konfrontiert, so, ja, und muss sich damit auseinandersetzen. Und das war halt diesmal anders. Und das kann sicherlich auch damit zusammenhängen, wie ich die letzten 6 Jahre gelebt habe. Ich würde da nur sozusagen anschließen, du sprachst ja davon, sozusagen, also genau, man kann sich ja in seinem privaten Umfeld, so wie du es auch beschrieben hast, einen antisemitismusfreien Raum gestalten. Das ist ja, ja eine Freiheit, die man hat und über die man ja auch die Kontrolle hat. Gleichzeitig bewegen wir uns sozusagen ja alle in einem gesellschaftlichen Umfeld, das genau nicht antisemitismusfrei ist, genau. Sondern wo die Auseinandersetzung eine auch nicht gewählte Auseinandersetzung ist, sondern eine, die sozusagen permanent aufgezwungen wird. Absolut. Miriam hatte vorhin aber über auch diese Frage von Gesellschaftsgestaltung, hatte auch sozusagen die Museumsarbeit als Arbeit an der Gestaltung von Gesellschaft gesprochen. Und würdest du denn deine journalistischen Arbeiten da auch in so einen Kontext reinsetzen, an einer Gestaltung einer Gesellschaft hin zu einer Annäherung einer antisemitismusfreien Umgebung sozusagen? Ja, also ich glaube, dass ich vermutlich, sonst würde ich das alles nicht tun, sowas wie so ein dringendes Bedürfnis verspüre, die Gesellschaft irgendwie besser zu machen oder einzelne Menschen darin irgendwie zu bewegen. Da sind Miriam und ich uns einfach wahnsinnig ähnlich. Absolut, also.
Wahnsinnig ähnlich. Leon, gehe ich zu weit, indem ich sage, du hast einen eher konfrontativen Zugang. Grundsätzlich immer positiv, wenn man sagt, man hat einen konfrontativen Zugang, dann ist es erstmal eher was Gutes. Mich würde da aber nochmal einfach sozusagen diese Schnittstelle auch nochmal interessieren. Also, dass du bist als Künstler tätig und deine Kunstwerke sprechen ja auch auf eine sehr starke Art und Weise für sich. Und trotzdem gehst du ja auch sozusagen diesen Weg auch in die Gesellschaftsgestaltung, so wie mit dieser Reihe zum Beispiel, die du an der Volksbühne, mit initiiert hast. Erlebst du da dann auch eine, weil ich immer noch bei den Haltungen der ZuhörerInnen bin und der RezipientInnen bin, erlebst du da dann aber auch eine andere Wahrnehmung, als du sie erlebst, als wenn du deine Kunst sprechen lässt? Du schaust so, dass mir das sagt, dass ich meine Frage mal wieder viel zu umständlich gestellt habe. Ich frage sie einfach nochmal, versuch's nochmal einfacher. Wird der Leon Kahane, der solche Reihen wie an der Volksbühne initiiert, von den RezipientInnen, vom Publikum anders wahrgenommen als der Leon Kahane, der Künstler? Das bin ich wahrscheinlich der Falsche. Genau der Falsche, um das zu beurteilen. Doch. Also, dieses ganze Forum ist im Prinzip auch ein bisschen der Versuch gewesen, einen Raum zu schaffen für ein paar Dinge, die ich beobachte, wo ich das Gefühl habe, die kann ich auf diese Art und Weise in der Kunst nicht adressieren, oder ich kann sie adressieren, aber sie werden irgendwie nicht so rezipiert, wie ich mir das wünsche. Also habe ich gesagt, alles klar, dann muss man das halt in einem anderen Raum schaffen. Und tatsächlich ist das so, ich umschiffe mal die Frage, aber ich komme am Ende wieder zurück. Tatsächlich ist es so, dass das zum Beispiel in der Kunst auch total viel so, nicht Gegenwehr, aber das war dann so, was machst du jetzt Politik oder was soll das und so, ist auf Unverständnis gestoßen, aber für mich ist das im Prinzip eine Art der Kulturkritik, und letztlich ist aber meine künstlerische Arbeit auch eine Art der Kulturkritik, das war sie immer, also das waren schon die ganz, ganz frühen Arbeiten. 2008 hatte ich eine Arbeit gemacht über Frontex. Da war das überhaupt, wusste niemand, was das ist. Also da haben mich die Zeitungen teilweise angerufen und gesagt, Leon, kannst du mal erklären? Die dachten, das ist eine Privatarmee oder das. Also da entstanden auch so ganz komische Blicke darauf. Und dann, also sozusagen für mich sind die künstlerischen Arbeiten immer immer auch politische Arbeiten gewesen. Ich glaube im Übrigen sowieso, dass ziemlich alle Kunst irgendwie am Ende doch politisch ist, weil sie ja reagiert auf ein Umfeld und das irgendwie aufnimmt. Ja, die Rezeption, wahrscheinlich wird das im Forum, mit der Forumsarbeit mehr so als konfrontativ wahrgenommen, weil es letztlich irgendwie ernster genommen wird. In der Kunst werden oft Sachen dann so ein bisschen so als quasi Spielerei oder Spinnerei wahrgenommen oder so. Ich glaube, also ich habe nie Künste, also sagen wir mal so, ich mache eigentlich keine Kunst über Antisemitismus im klassischen Sinne. Das mache ich einfach nicht. Also ich habe Kunst gemacht über meine Großmutter und ihre Zeit im Lager oder über dieses Lager und über die Architektur des Lagers, über Zeichnungen, die sie in dem Lager gemacht hat. Also sie war auch Malerin. Ich habe Arbeiten gemacht, in denen es um Fragen der Erinnerung geht. Aber konkret Kunst über Antisemitismus habe ich nicht gemacht und ich weiß auch nicht wie. Und deshalb habe ich dieses Forum gegründet. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das stößt auf mehr Widerstand. Das ist weniger sozusagen für Leute weniger anschlussfähig, oder sie können da weniger vielleicht mit
anfangen. Da ist sozusagen, gerade vielleicht auch in Deutschland, ist das sehr stark mit inneren Konflikten verbunden und mit Scham verbunden. Und auch bei mir, ich merke das auch beim drüber reden, dass das sozusagen etwas ist, was sehr schambehaftet ist und gar nicht so leicht ist. Und ich habe auch innere Barrieren und sowas. Ja, da, und dann muss ich die überwinden, weil ich denke, ich muss das jetzt aber ansprechen. Also insofern doch, da gibt es eine andere Rezeption. Auch da wird anders drauf reagiert. Aber das liegt eben daran, dass ich mit dem einen eigentlich etwas adressiere, was ich mit dem anderen nicht adressiere. Weil meine Kunst ist irgendwie auch, vielleicht auch, ist kein antisemitismusfreier Raum in dem Sinne, aber irgendwie mache ich das nicht. Ich mache keine Antisemitismuskunst. Nee, und du hattest vorhin über die Vielfältigkeit von Stimmen gesprochen. Und das ist ja auch sozusagen ein Thema, das auch immer sozusagen immer stärker in den Fokus rückt. Einerseits sozusagen einer innerjüdischen Vielstimmigkeit auch dann repräsentieren zu wollen oder sich mit der Forderung der Repräsentation von unterschiedlichsten jüdischen Stimmen auch zu beschäftigen. Das spielt ja auch eben in dem Diskurs um die Initiative Weltoffenheit ja auch eine Rolle, wo Vielstimmigkeit ja in Frage gestellt wird. Ich glaube, darüber können wir auch eine ganz eigene Veranstaltung machen, was ich auch ganz spannend fände. Aber ein Museum ist ja auch auf so einer bestimmten Ebene ein relativ statisches Gebilde. Also insofern, als dass eine Ausstellung sozusagen erstmal da ist und die wird dann mit großem Aufwand betrieben und eröffnet. Und dann ist sie auch erstmal da für eine Weile. Wie reagiert ein Museum eigentlich auf solche Forderungen wie einer breiteren Aufstellung von jüdischen Stimmen im Diskurs? Also zunächst mal, also ich verstehe uns nicht als reagieren, sondern wir agieren. Wir sind Handelnde in diesem Diskursraum, über den wir sprechen. Und für uns war es von vornherein immer ganz wichtig, eine Pluralität an jüdischen Stimmen. Und das hat damit auch zu tun, dass wir in unserem Museum nicht definieren, was jüdisch ist. Sondern wir haben da eine breite Auffassung, wir lassen da eine breite Auffassung zu. Und es geht uns auch nicht darum, dass unsere Besucherinnen und Besucher da einen Lernprozess durchlaufen, darüber, was jüdische Kultur ist. Und am Ende können sie das buchstabieren, jüdische Kultur ist 1, 2, 3. Sondern es geht uns auch um Prozesse von Verunsicherung, von Anregungen, von Nachdenken, über sich selbst nachdenken. Und da ist es ganz wichtig, eine Vielstimmigkeit. Dann geht es natürlich darum, diese große, was ich vorhin den Stempel genannt habe, diese große Othering-Prozesse zu unterlaufen. Aber es ist gar nicht so sehr ein Reagieren auf ein didaktisches Anliegen, sondern es hat einfach mit dem zu tun, wenn in dem Moment, wo man sagt, ein Museum gibt eine Plattform oder gibt denjenigen eine Stimme, denen die Geschichte gehört, dann entsteht das automatisch, finde ich. Und ich finde, es gibt natürlich Strategien irgendwie, wie man auf aktuelle Dinge agieren kann in einem Museum. Es gibt so Rapid Response Vitrinen oder so. Ich habe ein bisschen, ich finde, ein Museum ist weit mehr als sammeln und ausstellen. Mhm. Ich finde, ein jüdisches Museum zumal ist ein sozialer Ort, an dem eben Beziehungsverhältnisse verhandelt werden. Und auf unterschiedlichste Arten und Weisen, in unterschiedlichen Formen. Und bei uns reicht die Form von Feldenkreis und jüdisches Yoga bis zur historischen Ausstellung. So, das ist die Bandbreite. Und dann gibt es natürlich verschiedene Bildungsformate für verschiedene Zielgruppen und so. Und ich finde, dass Museen zunehmend, darauf bin ich übrigens stolz, wir sind das erste jüdische Museum in Deutschland, was auch ein Michi-Kuscheres Café hat.
was wirklich nicht leicht war, da hinzukommen, aber das ist irgendwie, also bei uns spielt Sinnlichkeit auch eine Rolle, sinnliche Erfahrungsräume und das ist, also das ist für mich eine Palette von Dingen, die wir sind, in denen wir versuchen, ja, sowas wie jüdische Kultur in einer Vielstimmigkeit, Vielfältigkeit, Sinnlichkeit erfahrbar zu machen, zum Teil innerjüdisch, zum Teil natürlich die Mehrheit unserer Besucherinnen, 80% sind nicht jüdisch. Ja. Deswegen... Ich glaube, das wäre so die Antwort. Wir haben nicht gesagt, wir zeigen hier eine Pluralität, um einer Anforderung an uns zu entsprechen, sondern weil ich Pluralität und Diversität Bestandteil finde von dem, wie ich unseren Museumsauftrag verstehe. Ich glaube, ich fragte da, weil das ja sozusagen auch die innerhalb der Initiative ja sozusagen hinterfragt wird, dass alle Positionen innerhalb des jüdischen Diskurses auch einen öffentlichen Raum bekommen. Und also wie gesagt, wir machen nochmal eine eigene Veranstaltung dazu, aber mich würde auch nochmal einfach die Frage nach diesen Räumen interessieren. Also ich war ehrlich gesagt selbst so ein kleines bisschen überrascht, beispielsweise eben von dieser Stellungnahme, die ja ganz viele Randbereiche, oder was heißt Randbereiche, sondern ganz viele Bereiche thematisiert, die wir heute Abend ja auch besprechen, also Cancel Culture und sozusagen Antisemitismus-Vorwürfe und so weiter und so weiter. War ich so ein kleines bisschen überrascht, aber nur aus unserem Kontext überrascht, weil in solchen Initiativen wie Dagesh, aber auch bei ELIS innerhalb der Stipendiatinnenschaft, auch bei den Dialogperspektiven, also unsere Schwesternorganisationen, offene und differenzierte intellektuelle, künstlerische, auch praktische Auseinandersetzungen gibt, die wo es sozusagen immer unsere Bemühung ist, zu schauen, wie kann man eigentlich unterschiedliche jüdische Positionen entwickeln und auch diese Harmoniebedürftigkeit auch zum Teil gegen unsere eigene Harmoniebedürftigkeit angehen und möglichst große Räume für Vielstimmigkeit ermöglichen, die aber auch innere Räume, also interne Räume sind und nicht immer öffentliche Räume sind. Also das gehört, glaube ich, auch zum Aushandeln dieser oder der Frage der Aushandlung von Positionen dazu zu schauen, ab wann geht man eigentlich wo rein? Und mich würde das nochmal einfach bei euch interessieren, weil diese Frage der Räume irgendwie so ein durchgehendes Thema ist. Mirna, mit deinen privaten Räumen und der Gesellschaft und Mirjam, du mit dem Museum als Raum, Leon, du als jemand, der auch noch seinen eigenen Raum schafft, wo ich mich frage, naja, also... was ist eigentlich mit diesen Räumen, die sehr lebendig sind, die sehr kontrovers sind, die sehr divers sind in ihren Positionierungen, gerade auch in diesem Kontext von BDS beispielsweise? Wo ist eigentlich da sozusagen, also ich habe mich bei dieser Initiative nur gefragt, mit wem wird da eigentlich gesprochen, weil sozusagen diese Diskussionen, die finden ja statt, nur die finden auch eben im innerjüdischen Kontext statt. Und ab wann sozusagen Räume auch geöffnet werden, ist, glaube ich, eine Frage von, also eine komplexe Frage. Unter anderem hat das auch was mit Schutzbedürftigkeit zu tun. Also ab wann ist ein Safe Space auch eine Notwendigkeit von Sicherheit? Ab wann wechselt ein Safe Space in einen Brave Space, aus dem heraus man widersprechen kann? Das sind Fragen, die mich da nochmal interessieren würde. Leon, kannst du da irgendwo anknüpfen? Ich bin die ganze Zeit sozusagen im Versuch der Deutung deiner Gesichtsausdrücke. Also, ich habe das schon oft gehört, dass ich angeblich immer so ein bewegter Gesichtsausdruck habe, aber es hat nicht so viel zu bedeuten. Naja, also es war jetzt wirklich sehr, sehr viel. Das waren teilweise auch viele Aussagen. Ich weiß nicht genau, wo soll ich da anknüpfen. Wir stellen uns in unserer Veranstaltung in den Themen, muss mich mit den Themen beschäftigen in meiner künstlerischen Arbeit. Das sind alles
das sind alles, viele sind Kollegen, viele sind, das sind Orte, an denen ich teilweise ausgestellt habe. Ich habe diesen Konflikt auch immer ausgetragen, der hier irgendwie, oder mitgetragen, der hier irgendwie angesprochen wird. Ich finde vieles an dem, an der Initiative irgendwie spricht mich nicht an, weil ich eigentlich nicht ganz verstehe, worauf es hinausgehen soll. Ich habe das Gefühl, dass die Grundbehauptung, dass sich die Debattenräume verengen oder nicht mehr da sind, dass sich das eigentlich jetzt erst einstellt. Es ist dadurch nicht einfacher geworden. Ja, das ist mein Eindruck. Und wie gesagt, letztlich wird immer wieder über etwas um das Thema drumherum verhandelt. Also beim Antisemitismus. Vielleicht kannst du noch mal genau sagen, also genau, was du quasi von mir am liebsten hören willst. Dann kann ich darauf auch genau eingehen, weil ich sage es mal so, ich habe eine konkrete Position zu der Initiative. Ich habe aber auch eine konkrete und differenzierte Position zu der BDS-Resolution. Die ist auch nicht unkritisch, aber die wird hier überhaupt, die sozusagen, die, das ist gar nicht die Position der Initiative. Ich sage es aber auch gleich, ich wurde aber auch nicht gefragt als Künstler. Ich wurde auch nicht gefragt als Forum, das sozusagen die einzige Veranstaltungsreihe dieser Art in deutschen Theatern macht. Also es ist nicht so, dass es sozusagen war. Und Leute wissen auch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige. Also ganz so, so wie die Selbstdarstellung ist, würde ich es nicht, ich habe es nicht erlebt, zumindest in der Rezeption. Ich weiß auch, dass größere Institutionen, die sich professionell in der praktischen Arbeit mit den Fragen dieser Initiative auseinandersetzen, nicht gefragt wurden. Da kann man jetzt vielleicht einfach nicht so viel machen, als irgendwie damit weiterarbeiten. Wir versuchen es mit unserem Forum, sind jetzt da bis jetzt erstmal auf sozusagen taube Ohren gestoßen. Das verstehe ich in gewisser Weise auch, weil wir uns sehr klar positioniert haben gegen die Initiative und haben das auch dargelegt. Sowohl mein Kollege Fabian Bechtler hat da einen Text zugeschrieben, ich habe einen Text in der Jüdischen Allgemeinen geschrieben. Mir fehlt hier eigentlich was ganz Wichtiges. Mir fehlt eigentlich sozusagen die Art und Weise, wie die Kunst und Kultur sich mit Antisemitismus auseinandersetzen könnte, weil es eben um kulturelle Bilder geht. Aber das sehe ich ja nicht nur an der Stelle. Ich habe vorhin das Beispiel Josef Beuys gesagt. Aber es ist nicht nur Josef Beuys. Es ist auch Heidegger. Also die Leute fallen ja alle aus dem Himmel, wenn denen jemand sagt, Heidegger war Antisemit, bis die schwarzen Hefte rauskommen. Also sozusagen, bis die Leute sich dazu bekennen, ist es erstmal eine Verhandlungsfrage. Und bei Beuys, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Text geschrieben in der Texte zur Kunstausgabe, die sozusagen auch noch Teil war der ganzen Debatte. Das war die Ausgabe Anti-Antisemitismus. Und die ist irgendwie so einmal durch die internationale Kunstwelt gegangen als sozusagen und hat unheimlich viel aufgewühlt und wahnsinnig viele Konflikte entwickelt. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem vor allem eigentlich wegen der Positionierung gegenüber BDS. Aber ich bekomme ständig irgendwie mit, dass sich Kolleginnen und Kollegen extrem aufregen darüber, dass ich den Beuys so desavouiere. Aber dabei ist das alles sozusagen längst, das ist sozusagen gängige Forschung, das ist der Forschungsstand. Ja, man muss ja auch Prioritäten setzen, Leon. Das ist ja. Naja, ich sag mal, das ist, natürlich ist der die heilige Kuh. Josef Beuys ist der Repräsentant der kulturellen Stunde Null. Aber was ist, wenn sich nun herausstellt, dass er eigentlich derjenige ist, der es geschafft hat, sozusagen ein völkisches Kulturverständnis quasi in einer Art und Weise zu formulieren, dass es teilhaben kann in einer modernen Kunstwelt? Also so, was ist dann? Was passiert dann eigentlich? Weil das löst sozusagen bei so vielen Leuten in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, international, eine unheimliche Abwehrbewegung aus. Dabei, aus meiner Perspektive, liegt der Fall völlig klar. Ich sehe das ganz eindeutig so. Das ist sozusagen geradezu ein
sozusagen geradezu nach Gebrauchsanweisung. Da stimmt einfach alles. Also das Einzige, was fehlt, ist noch das Selbstkind. Und ähnlich ist mir das aber auch passiert, als ich diese Arbeit gemacht habe, Jerry Cans to Can Jerry. Das ist letztlich eine Arbeit, wo ein Kanister als Zeitzeuge der Wehrmacht-Einheitskanister erzählt als Zeitzeuge, wie er sozusagen entwickelt wurde, produziert wurde von einer Firma, durch Zwangsarbeiter von einer deutschen Firma. Und die Erbin dieser Firma ist heute eine der wichtigsten deutschen Kunstsammlerinnen, Julia Stoschek. Und diese Familie betreibt Revisionismus aktiv. Also das ist nicht so, dass es da sozusagen irgendwelche Ambivalenzen gibt, ungeklärte Verhältnisse, sondern sie weigern sich aktiv und schreiben die Familiengeschichte um. Das muss man 2021 in Deutschland erstmal drauf haben. So, das ist ein wahnsinniger Skandal. Dann geht die Geschichte zu Böhmermann. Der redet natürlich überhaupt nicht darüber, woher er das hat. Das ist das nächste Problem in der ganzen Geschichte. Der hat einen Text darüber aus der Jüdischen Allgemeinen gelesen und macht daraus gleich eine Sendung. Also das ist sozusagen, da reproduzieren sich gleich die nächsten Probleme. Und was mir dann ständig vorgehalten wurde aus der Kunstwelt, ist, ich würde die arme Frau Stoschek sozusagen jetzt irgendwie stürzen wollen. Ich meine, was sind das eigentlich für Machtverhältnisse, von denen wir hier reden? Oder für, sagen wir mal, für Kräfteverhältnisse? Ja. Und wir wissen doch aus der jüngeren deutschen Vergangenheit, dass eigentlich alle, die sich sozusagen der Aufklärung gewidmet haben, dieser Familiengeschichten und so weiter, unheimlich profitiert haben. Viel mehr, also unverhältnismäßig geradezu profitiert haben. Ja, es ist ganz spannend, Leon, was du sagst, weil da auch so ein Zusammenhang zwischen sozusagen Kunst und Bildungsarbeit einfach nochmal deutlich wird. Also welche Funktionen auch Kunst in der Bildungsarbeit übernehmen kann. Das ist ja ein Thema, was bei Dagesh auch eine riesige Rolle spielt, wo überhaupt erst Zugänge zu neuen Bildungsräumen durch Kunst entstehen. Mirna, diese Ebene von Vielfalt spielt ja jetzt bei dir auch eine Rolle in deinem neuen Podcast, den du aus Anlass dieser 1700 Jahre jüdisches Leben initiiert hast. Nee, ich habe ihn nicht initiiert. Der ist initiiert von dem Verein 1700 Jahre und ich bin eine von drei Moderatorinnen. Also das ist sozusagen jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, wie man so schön sagt. Ich will auch nur mal kurz sagen, es kann jetzt hier zu Zwischenrufen kommen. Ich habe eine fünfjährige Tochter, die habe ich versucht, vor Netflix zu setzen und jetzt geht der Kopfhörer nicht mehr. Und das sind Probleme, mit denen man sich eben auch auseinandersetzen muss um diese Uhrzeit. Also ich mache diesen, bin Moderatorin, einem von drei Moderatorinnen für diesen Podcast, wo wir mit sehr vielen unterschiedlichen jüdischen, aber auch nicht jüdischen, aber vor allem jüdischen Stimmen das ganze Jahr hinweg sprechen werden. Um was zu tun? Ja, um zumindest, also um vor allem zu zeigen, dass es so etwas wie eine Wahrheit oder eine Position oder eine Meinung oder eine jüdische Stimme nicht gibt. Also ich merke das ja immer wieder, was mir passiert, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Interviews geben muss zu irgendwelchen Themen, die mit jüdischem Leben zu tun haben oder Antisemitismus oder sowas, dann werde ich immer dargestellt als die jüdische Stimme. Schatz, du kannst jetzt nicht runterkommen. Wirklich, ich spreche gerade. Okay, dann muss ich sozusagen, dann werde ich als die jüdische Stimme oder so vorgestellt und ich versuche mich immer dagegen zu wehren und sage immer, ich spreche für Mirna und als Mirna und nicht als 200.000 Juden in Deutschland und das ist problematisch und das muss irgendwie, dafür muss sozusagen besorgt werden, dafür muss gesorgt werden, dass es ein Verständnis auch innerhalb der Gesellschaft gibt, dass es nicht sowas wie eine jüdische Position gibt.
Jetzt wird der Kühlschrank geplündert. Ich mache jetzt mal auf alles Stumm gut, schalten. Wie lange haben wir denn noch, Jo? Keine Sorge, wir sind auch schon bald am Ende dieser Stunde. Ich würde trotzdem sagen, möglichst diese Zeit noch nutzen, um den Kühlschrank vollständig zu plündern. Das sind ja auch Geschenke in dieser Zeit. Aber Miriam, was mich nochmal als letzte Frage interessieren würde, als in der Funktion sozusagen der Museumsleitung, erlebst du denn auch gerade im Kontext von, in diesem antisemitischen Kontext, erlebst du da auch etwas wie Solidarität oder Koalitionen auch nochmal aus anderen Gesellschaft, anderen Teilen der Gesellschaft, die ihr dann aber auch sozusagen wieder ins Museum reinbringt, auch nochmal eine Sichtbarkeit für die Vielfältigkeit nicht nur des jüdischen Lebens eröffnet, sondern auch der Vielfältigkeit unserer Gesellschaft und der Möglichkeiten für Solidarität in dieser Vielfalt. Die Fragen werden immer gefüllt mit mehr relativischen Satzanschlüssen. Ich würde mich auch entschuldigen, wenn es mir nicht auch ein kleines bisschen gefallen würde. Also du spielst auf sowas an, wie auch so jüdisch-muslimische. Also da habe ich ja immer den Eindruck, das stellt sich nicht von selbst ein, sondern das muss gesucht werden. Und ich habe den Eindruck, dass uns das zum Teil gelingt. Und das haben wir uns auch bewusst als Zielsetzung genommen. Wir haben so 8, wir haben das Personas genannt, also 8 Zielgruppen definiert, für die wir eigentlich unsere Museumsarbeit machen, aber im Kern unsere Dauerausstellung entwickelt haben. Und da spielt dieser Gedanke genau eine Rolle. Und das heißt, es spielt eine Rolle in, was sind jetzt Themen und was sind Strategien, wo wir in so ein Dialog- und Austauschformat gehen, insbesondere mit Türkischstämmigen. Türkische Community. Wir haben auch so eine App entwickelt, die quasi zu verschiedenen Orten, unsichtbaren Orten der Migration, wo es um Überlappungen geht von verschiedenen Communities, die sie als irgendwie ihre Orte ansehen. Also es spielt eine Rolle. Ich habe den Eindruck, damit es funktioniert und gelebt wird, müssen wir sehr viel aktiver sein. Das stellt sich nicht automatisch ein, ist mein Eindruck. Und es ist auch, wir machen das auch unterschiedlich. Also an manchen Stellen sind wir auch bewusst, jetzt haben wir diese Ausstellung Die weibliche Seite Gottes, das ist im Kern, geht es halt um die Schechina und eben auch um feministische, jüdische Positionen, da endet das. Aber natürlich schauen wir auch irgendwie, was sind quasi christliche Pfade und wie ist das eigentlich im Islam. Und da sind wir dann zum Beispiel, eigentlich sind das ja die 3 monotheistischen Religionen, wenn du so willst. Da ist es dann ein anderer Approach. Und dazu gibt es auch ein Bildungsprogramm, was also jetzt, wo es nicht diese jüdisch-muslimische Dialogebene gibt. Aber ja, also es spielt für uns eine Rolle. Es ist Teil von unserem Gedanken irgendwie von Outreach. Ich habe den Eindruck, wir müssen da aktiv sein, damit es gelingt. Ja. Okay. Würde mich auch interessieren, was eure Erfahrung ist da an dem Punkt übrigens. Da gibt es ganz viele Erfahrungen und ganz viele tolle Erfahrungen, aber auch ganz viele schwierige Erfahrungen. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Also bei all diesen Koalitionen, die wir eingehen, die kommen ja nicht umsonst, sondern das ist das Ergebnis von Arbeit und von zum Teil wirklich auch sehr schwerer Arbeit miteinander. Aber eben auch etwas, was fruchtbar gemacht werden kann, unter anderem eben in diesem Kontext der gegenseitigen Solidarität. Deshalb hat mich das nochmal einfach interessiert, wie da deine Position ist. Wir sind mal wieder über die Zeit und
es fällt mir dieses Mal noch schwerer als bei den letzten Malen, eine Möglichkeit zu finden, das sinnvoll miteinander verbindend abzubinden. Aber ich glaube, was sozusagen deutlich wurde, sind die vielen unterschiedlichen Zusammenhänge, in denen wir uns mit Antisemitismus beschäftigen, wie Kunst auch als politische Strategie wirken kann, als Beitrag für eine Gesellschaft wirkt, auch wenn sie das vielleicht nicht immer unbedingt möchte. Und was gleichzeitig auch wieder sichtbar geworden ist, ist, dass die Notwendigkeit zum Thematisieren der vielen Unterschiede, Unterschiede und auch Schwierigkeiten, die wir haben, gerade in diesem Kontext. Ich finde es innerhalb der Reihe auch immer wieder interessant zu beobachten, wo sozusagen die Grenzen sind dessen, was wir eigentlich auch sagen möchten. Und in dem Kontext auch heute Abend finde ich auch da spannend. Aber ich würde mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken wollen, bei dir, Myrna, bei dir, Mirjam, und auch bei dir, Leon, für die Zeit und für eure Gedanken und das Gespräch. Und natürlich bedanke ich mich wie immer bei den ZuschauerInnen, da vielleicht damit beenden zu sagen, dass es uns bei ELIS und unseren vielen Schwesterinstitutionen auch immer darum geht, Räume zu schaffen für Aushandlungsprozesse, die auch eben schmerzhafte Aushandlungsprozesse sein können. Und wer Teil dieses Aushandlungsprozesses sein möchte, etwas einzubringen hat, etwas beizutragen hat, etwas zu kritisieren hat, wir sind erreichbar und ansprechbar, also sprecht uns ruhig an. Und im Falle der Institutionen, sozusagen, die auf unterschiedlichen Seiten des Diskurses stehen, ist, glaube ich, da auch nochmal wichtig zu sagen, und versucht doch diese Bewegung der Auseinandersetzung zu unterstützen. Lass uns doch vielleicht gemeinsam eine Möglichkeit auch sehen, unsere Räume jeweils mitzugestalten, und daher das letzte Plädoyer immer auch in diesem gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus gemeinsam auch wirksam und stark zu sein. Ich danke wie immer dem Team von ELIS hier, die die Reihe nie wieder ermöglichen, auch bei unseren Förderinnen und Förderern natürlich. Und ich danke auch unserem Team an TrolljägerInnen, die wieder im Hintergrund mit ihren Keulen umhergesäbelt sind. Und darf aber für jetzt erstmal nochmal sagen, vielen herzlichen Dank euch dreien. Vielen Dank dir, Leon, dir, Myrna, dir, Mirjam. Und ich freue mich auf die Fortsetzung unserer Gespräche. Und vielen Dank natürlich euch und Ihnen, die zugeschaut haben.